Auf den ersten Blick sieht es fantastisch aus. Dann wünsche ich euch allen guten Appetit. Danke, so. Lasst es euch schmecken. Oh, schaut es an. Und die Ferndiagnose zur Garnele? Top Gabung. Hirsch? Besser noch wie bei mir, würde ich sagen. Ne? Alles geglückt. Wetten werden jetzt angenommen. Hören wir ein Bäm? Und wenn nein, wieso? Seit heute Morgen habe ich mich gefreut auf die Wiener Schnitzel. Siehst du diese Welle? Diese Welle ist sehr wichtig in einer Wiener Schnitzel. Ich denke, er redet die ganze Zeit von Wellen. Welle. Ich verstehe es. Warst du schon mal auf der Atlantik? Denkt er irgendwie gerade da an irgendwelche italienischen Inseln? Oder? Und dann wurde mir mal irgendwann klar. Diese Welle bekommst du in der Pfanne. Das ist beim Garen in der Pfanne dann halt die Wellen wirft. Das ist die perfekte Welle. Das Schnitzel hat einfach richtig schöne Welle, Blasen geschlagen, also gut souffliert. Hat er gleich gemerkt. Und das ist perfekt. Und diese Welle zu kriegen, muss ein Profi sein. Weil die andere konnte es nicht. Einfach geil. Das Klappfleisch ist sehr zart, das ist saftig und ist auf dem Punkt. Das ist eine richtige Dicke. Und die Bratkartoffel ist ein Gedicht, Musik auf meiner Zunge. Also die Bratkartoffel, die können am besten nur die Deutsch machen, weil es sind die Kartoffeln. Und die Kappen ist auch lecker. Ich hoffe nicht von Pantelleria. Pantelleria ist Sizilien. Die besten Kaffern kommen aus Pantelleria. Die besten Männer aus Napoli und die beste Frau aus Deutschland. So, erzähl mal weiter. Jetzt haut er ordentlich was raus, ne? Die Tomate, ich schätze mal Holland, aber die beste kommen aus Sizilien. Holland. 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 Wo kommt halt im November eine Tomate her? Er ist ein absoluter Lebemann, aber bis jetzt macht er alles richtig. Ich habe jetzt Salut. Durst. Wie heißt der Wein nochmal? Flotter Dreier. Flotter Dreier. Flotter Dreier. Amore, wohin man schaut. Oder war's das schon, Jessica? Wie ist deine Garnelengemüsepfanne? Also ich bin auch wirklich begeistert. Es ist so abgeschmeckt, dass von allen Bestandteilen der Geschmack nicht untergeht. Ich habe hier wunderbar knusprigen Knoblauch zu den Garnelen, die schön scharf angebraten, aber nicht totgebraten sind. Die Soße ist eine Rahmsoße, ganz fein auf die anderen Zutaten abgeschmeckt, sodass tatsächlich nichts untergeht. So eine Rahmsoße kann ja auch sehr erschlagend sein. Alles ist an Gemüse noch mit Biss. Alles sehr, sehr frisch, kurz durch die Pfanne geschwenkt und dann ab auf den Teller. Hat er toll gemacht. Also 50% haben wir im Sack, ne, würde ich sagen. Ne? Jetzt kommt die linke Seite noch hier. Wie hat es euch geschmeckt? Mir hat es hervorragend geschmeckt. Ja, schön, gut. Jürgen, ich war ja bei dir in der Küche. Ja. Die Roulade an sich ein Traum. War saftig, war zart. Meine Oma hast du nicht geschlagen, aber da spielt dein Herz eine Rolle. Okay. Meine Oma, es kommt aus dem Herzen, schmeckt besser. Aber Jürgen hat top abgeliefert. Gut, ich kenne die Oma nicht, ich kenne die Rouladen von der Oma nicht, da kann ich auf jeden Fall mit leben. Für mich hätte das Gemüse ein bisschen knackiger sein können, aber okay, das ist top, klasse. Das Gemüse wird eigentlich immer bei uns al dente gekocht, nur wir hatten den Ofen relativ voll gehabt, sodass wir das Gemüse, ich sag mal, 20 Sekunden zu spät rausgezogen haben. Ja gut, der eine mag es so, der andere so, aber ich gebe ihm vollkommen recht, dass er gesagt hat, das war zu weich für ihn. Ich bin begeistert. Ja? Ja, guck mal, ich habe mein Fleisch jetzt schon ganz lange auf dem Teller und es ist immer noch rosa. Da wusste jemand, was er tut. Also man sagt ja so 8 bis 12 Wochen muss das gereift werden, es muss halt abhängen, abtropfen und so weiter. Wild wird zum Beispiel immer dry geaged. Ne? Also ich kenne keinen, der ein Wild erschießt und direkt einvakuumiert. Und also das hier ist wirklich aller Perfektion. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Jürgen den Jäger alle 1-2 Wochen anruft und sagt, kann ich jetzt abholen, kann ich jetzt abholen? Ne? Und ja, genau. Und das ist also wirklich ganz, ganz tolle Geschichte. Dieses Nuss-Zusammenspiel mit der Soße passend zum Wild, ne? Du hast ja beim Wild immer einen sehr herben Geschmack, fand ich ganz klasse. Ich habe eine Wildsoße gehabt, die tatsächlich auch zum Fleisch passt. Ich finde den Rotkohl mega passend dazu. Ich habe Apfelscheiben mit drin. Wie hat der dir geschmeckt? Sehr lecker, okay. Ganz toll, hat noch Biss gehabt. Okay. Und dann diese kleinen Reibeküchlein mit Gemüseanteil, Karotten. Ne? Karotten sind drin, ja. Genau. Mir fehlen einfach die Worte. Ja, super. Also ich bin begeistert. Hauptgang hast du bei mir abgeräumt. Super, danke. Und jetzt merkt man richtig. Mir geht's schon besser. Ich war richtig zufrieden. Und ich hoffe, dass das eigentlich so weit gereicht hat.
Jetzt werde ich mich natürlich richtig reinsteigern in mein Dessert. Da hat er selber gesagt, da hat der Angelo abgeliefert, aber meine sind auch nicht schlecht auf der Karte. Achtung, die hungrige Jessica ist wieder da, bloß die Zutaten im Auge behalten. Ich möchte gerne einen Walnuss-Zimt-Parfait machen. Oh ja. Ja, ein Parfait ist ein halbgefrorenes. Ich brauche zuerst 4 Eigelbe. Wir haben jetzt 2 Bauern in der Nähe, hole ich mir gleich mal die Eier. Warum soll ich Eier aus Holland benutzen, wenn der Bauer um die Ecke mir ein tolles Produkt anbietet? Hier vorne habe ich mir schon 125 Milliliter Läuterzucker abgewogen. Bereitest du den immer vor? Ja, Läuterzucker kannst du am besten verarbeiten, indem er schön kalt ist. Ne? Ein Teil Zucker, ein Teil Wasser, vernünftig aufkochen, glatt rühren, kalt stellen, fertig. Jürgen, warum nehmen wir denn Läuterzucker? Läuterzucker brauche ich, weil die Kristalle des Zuckers sind durch das Aufkochen mit dem Wasser, sind glatt gekocht worden. Das brauche ich, um dann hinterher ein geschmeidiges Parfait zu haben. Damit es nicht knirscht. Mit dem Jürgen zusammenzuarbeiten, ist halt immer den Erklärbär und gefühlt auch so ein bisschen den Papa an der Seite stehen zu haben. 4 Eigelbe, 125 Milliliter Läuterzucker. Das ist ungefähr für 12 bis 14 Portionen. Mhm. Im warmen Wasserbad schlage ich das zu einer schönen schaumigen Masse. Wenn das kalt aufschlägt, wird es lange nicht so schaumig. Es geht um die Bindung. Das kann man nicht kalt aufschlagen. 50 Gramm Zucker mit den 2 Eiweiß zusammengießen. Und dann mit dem Mixer schön schnischlagen. Anstatt des weißen Industriezuckers würde ich zum Beispiel dann bei dem Eiweiß mal ausprobieren, ob man da einen Agavendicksaft nehmen kann. Der weiße Zucker ist halt ziemlich leer an Vitaminen, Mineralen etc. Da ist aber jemand sehr gesundheitsaffin, oder? Ich habe jetzt das bis zur Rose geschlagen, heißt er, bis zur Rose geschlagen. Das heißt, ich mache eine Probe, wenn das nicht vom Finger rollt, so wie jetzt, bleibt am Finger kleben und ich blase ganz kurz. Siehst du, dann entstehen so kleine Rosen. Dann ist die Masse okay. In dem Moment, wo man pustet, verteilt die Masse sich so, dass es wie Blumenblätter aussieht. Macht man normalerweise auf dem Holzlöffelrücken, nicht auf dem Finger. Jetzt kommt das Wichtigste. Die Masse ist heiß. Die muss ich jetzt wieder kalt schlagen. Ich gerate immer wieder aus dem Rhythmus. Also ich bewundere da wirklich jeden, der das schafft. So blind die 8 bei 2. Das ist okay. So gefällt dir das? Das ist sehr gut. Hier haben wir das Eigelb mit dem Läuterzucker. Hier haben wir die beiden Eiweiß mit dem normalen Zucker. Das heben wir jetzt unter die Eigelbmasse. Wichtig ist, wie gesagt, heiß, kalt schlagen. Kalt ist ganz wichtig. Wenn ich das Eiweiß zu warm unter die Masse hebe, geht mir das Ganze ab und das gerinnt. Und auch die Sahne zerläuft dann natürlich wieder, wenn die mit Wärme in Kontakt kommt. Man hat echt das Gefühl, man ist echt in der Berufsschule, ne? Beim Jürgen, oder? Wichtig ist, nicht jetzt mit dem Schneebesen schlagen, sondern vorsichtig unterheben. Ne? Schön gleichmäßig verteilen. Wir machen heute ein Walnuss-Zimt-Parfait. Mhm. So, habe hier schon frische Walnüsse klein gehackt. Ja. Auch ca. 50 Gramm. So, dann gebe ich ein bisschen Zimtpulver dazu. Frei nach Schnauze, ne? Okay. Perfekt. Das ist übrigens auch die Übersetzung von Parfait. Was kommt dann? Jetzt ziehe ich die geschlagene Sahne drunter. Fett ist ein Geschmacksträger. Genau. So, und dann wieder unterheben. Schaut schön cremig aus, ne? Die Creme muss sich jetzt auf so einiges gefasst machen. Das kann ich ja hinterher stürzen. Ich fülle das allerdings gleich in einem Spritzsack ab. Dann kann ich das direkt besser reinspritzen. Okay. Das kommt dann gleich direkt in den Schockfroster. Mhm. Dauert ca. 3 Stunden, bis es richtig schön gefroren ist. So lange kann Jessica nicht warten. Wenn das gefroren ist hinterher, dann kommt der Zimtgeschmack ja noch besser durch wie jetzt. Ne? Ich fand das Parfait toll abgestimmt. Man kann jeden Bestandteil rausschmecken, ohne dass der eine den anderen erschlägt. Dann hoffen wir mal, dass auch die Desserts nicht für Krawall sorgen und stattdessen die Punkte regnen lassen. Daniel hat sich als süßen Abschluss je eine Kugel Himbeer- und Mango-Sorbet gewünscht. So sieht das Zimt-Walnuss-Parfait für Thomas jetzt aus. Dazu gibt es einen Zwetschgen-Kompott. Jessica bekommt eine Mascarpone-Joghurt-Mousse mit Portweinkirschen und Himbeereis. Eine Zart-Bitter-Schokoladenmousse soll in Angelo heiße Amore auflodern lassen. Schön so portionsweise, dass nichts zusammenläuft unkontrolliert. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit zusammen. So, Leute, wer will als erstes über sein Dessert plaudern? Aha, Daniel, unser Sorbet-Tester. Super cremig, wunderbar gearbeitet, frische Himbeeren benutzt, wunderbar mit dem Läuterzucker abgeschmeckt, ein bisschen Säure drin, um es rund zu machen. Kennt sich aber auch aus, ne? Läuterzucker, also so mit dem Sorbet und so. Zergeht sofort auf der Zunge, nicht so süß, sehr intensiv Himbeer, klasse. Das Mango-Sorbet, es ist super cremig, es ist ein wunderbarer Traum. Mango, sehr intensiv,
Ich glaube nicht, dass das so wie eingekauft ist. Das ist hier im Haus selbst gemacht. Ich behaupte auch, selbst gemacht. Wurde hinterher als dazugekauft enttarnt. Ah, siehst. Mega. Das ist auch super. Ja, klar. Man kann auch gute Produkte dazu kaufen. Hab ich nicht so empfunden. Bin von dem Produkt trotzdem begeistert. Das wollen wir hören. Am besten direkt nochmal von Jessica. Wie stehen die Chancen? Hier auf der linken Seite habe ich ein Himbeereis. Würde ich vermuten, dass es ein zugekauftes ist. Wo ich finde, dass das im Ganzen hier jetzt keinen Abbruch tut. Mir hat das Produkt auch super geschmeckt. Es ist insgesamt leicht säuerlich, könnte auch so leicht Joghurt mit dabei sein, so wie die Mascarpone auch gemischt ist mit dem Joghurt. Der bringt eine angenehme Säure mit rein. Die ganzen Vanillestippen, also ist auch Vanille mit drin. Es ist Vanillemark aus der Vanilleschote und zeugt einfach von Frische. Schmeckt ganz wunderbar nach Vanille. Ist nicht zu süß, lecker abgeschmeckt mit den Früchten dazu. Dann die Portweinkirschen. Zum einen haben die Kirschen noch richtig schön Biss, also sind nicht matschig, sind mit dem Portwein wirklich gut abgeschmeckt. Ich mag das nicht so, wenn der Alkohol da so durchdringt. In Kombination mit dem Mascarpone-Joghurtmus. Alle drei Sachen zusammen machen wirklich Spaß. Das läuft schon wieder gut, ne? Oder? Bisher. Bam Bam, Angelo und Thomas haben aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. So, ihr Lieben, wie war das süße Finale? Also, Jürgen, darf ich ehrlich zu dir sein? Ja. Bitte, da warte ich drauf. Ich finde, ein Zwetschgenkompott oder Fläumchen, das hat mir nicht geschmeckt. Und ich würde gerne mal von dir wissen, was drin ist. Es wird spannend. Macht er jetzt einen Kasperl, der Thomas, oder? Zwetschgenkompott hat dir nicht geschmeckt. Das ist ein richtig tolles Rezept. Da sind Zwetschgen drin, ja. Da ist ein guter Rotwein drin, da ist Zimt, okay. Ja, Zimt, ja, drin und Cassis. Cassis? Ja. Es war total schön, kaltes Parfait und das warme Kompott dazu, aber ich konnte ihm nichts abgewinnen. Einfach nicht mein Ding. Okay. Aha, mein Zwetschgenkompott. Das magst du nicht. Er war, glaube ich, ein bisschen gekränkt sogar. Gott, da würde ich drüber stehen an Jürgen seiner Stelle, ne? So. Oh, braut sich da was zusammen? Also für mich in der Musschschokolade fehlt diese Bitter. Es war sehr leicht. Da ist für mich drin mehr Sahne. Also bevor du weitersprichst, Entschuldigung, bevor du weitersprichst, das ist das eines der besten Rezepte. Da ist nicht ein Gramm Sahne drin. Das ist eine Valrhona-Schokolade. So eine über den Mund zu fahren, dann noch ein Italiener. Das kann jetzt ganz schnell kippen. Bitterschokolade, die ist, wenn du im Mund hast, ist ein Bam. 70% Kakaoanteil, Kohana, das ist das Beste, was es gibt. So, da ist nicht ein Gramm Sahne drin, sie ist aufgeschlagen mit Eigelb. Also für mich war Sahne drin, mit Eiweiß. Wie viele Eier hat er da kaputt gemacht? Ich will nicht hier runter. Doch, du machst hier runter, indem du sagst, da ist Sahne drin, da ist nicht ein Gramm Sahne drin. Okay, mit der Kritik kann ich nicht umgehen. Ich muss jetzt auch dem Angelo recht geben. Kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Will ich auch nicht nachvollziehen, weil ich weiß, was ich kann und was meine Leute können. Nee, Jürgen, Mensch, hast du gar nicht nötig. Also ich wollte jetzt nicht mich fertig machen. Mich kann keiner fertig machen. So leicht nicht. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Es geht nicht darum, dass jemand dein Können gerade angreift. Es geht darum, dass jemand einen anderen Geschmack hat. Und der das Recht auch hat, das zu sagen. Und er hat es nicht böse gesagt. Dafür sorgt die Rechnung hoffentlich für Freude. Du hast wieder dein Holz! 239,30. Davon sind ca. 170 Euro die Speisen. Was meint ihr? Geteilt durch 4 sind wir bei gut 42 Euro für ein Dreigangmenü. Bei der Qualität denke ich mal einfach, das kann sich sehen lassen. Schon fast zu günstig. Für die Location und so weiter ist alles gut. Ich habe von vornherein damit gerechnet, dass ich so ungefähr bei 36, 38 Punkte liege. Aber durch die Kritik im Dessertbereich denke ich mal einfach, da wird mir einer einen mit einschenken, sodass ich bei 33, 34 Punkte komme. Und damit ist die Konkurrenz dran. Was springt raus für Jürgen und das Haus Hölter? 9 Punkte. 9 Punkte für dich. 8 Punkte. 8 Punkte. Weil die Kritik nicht gut angenommen hat. Und Mikes Bewertung muss noch warten. Na, wer sagt's denn? Jürgens Haushölter bei Philipp macht 34 Punkte. Platz 2 also knapp hinter Bam Bam Angelo. Vorerst jedenfalls. Oh, wie lecker, das will Jessica morgen über ihre Fitnessküche hören. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die Jungs jetzt auch zuckerfrei glücklich kriegen. Ich gebe alles. Jessicas Low Carb Cuisine, kein Getreide und kein Zucker. Kommen die Herren damit klar? Teilweise verbrannte Stellen dabei. Bin da nicht mit zufrieden gewesen. Ich hab's vorher gesagt und jetzt haben wir das Ergebnis.